Die neue Sportanlage am Köttersweg in Rastede wird am Freitagabend offiziell in Betrieb genommen. 5 Millionen Euro investierte die Gemeinde Rastede in den Bau der Anlage mit 3 Fußballplätzen, darunter ein Kunstrasenplatz. Der FC Rastede beteiligt sich mit 250.000 Euro. Auf den Plätzen wird inzwischen bereits gespielt. Zur offiziellen Eröffnung am Freitag findet ein Turnier um den Gemeindepokal statt. Danach steigt die blau-weiße Nacht im Partyzelt. Aufbau und Vorbereitungen für die Eröffnung waren auch am Mittwoch bereits in vollem Gange.